Hallo, hier ist Pater Lustig und ich grüße euch heute aus meiner Küche. So langsam vermisse ich euch wirklich sehr. Aber leider dürfen wir uns noch immer nicht im Pfarrheim treffen, um Musik zu machen und in der gemeinsamen Pause Tee zu trinken. Jetzt sitze ich hier alleine und trinke Tee und denke an euch. Lecker. Aber das ist ja auch richtig so. Zumindest können wir uns wieder zum Gottesdienst treffen. Ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen können. Die Gottesdienstzeiten könnt ihr hier auf der Internetseite erfahren. Schaut einfach mal rein. Aber trotzdem, es ist ein bisschen langweilig ohne euch. Keine Neuigkeiten von euch zu hören, gemeinsam zu lachen oder euch einfach nur zuzuhören. Ich muss gerade an ein Mädchen denken, die in der Gitarrengruppe die Saitenhüpfer mitspielt und ganz schön singen kann. Wie es ihr wohl geht. Einmal war sie sehr traurig. Sie hat aus ihrer Heimat erzählt. Wisst ihr, sie ist mit ihrer Familie wegen des Krieges aus Syrien geflohen und vermisst ihre Großmutter sehr, die noch dort ist. Sie möchte gerne irgendwann wieder zurück in ihr Heimatland. Die anderen Kinder haben sie getröstet und ihr Mut gemacht und gesagt: Egal, wo du herkommst, wir mögen dich und immer hören wir dir gerne zu. Du kannst immer zu uns kommen, wenn du Sorgen hast. Ich fand es so schön, wie einfühlsam die anderen Kinder waren. Sie hat sich wohlgefühlt und es auch gesagt. Ja, es ist eine ganz tolle Musikgruppe. Ein besonderes Lied haben wir dann gemeinsam gesungen und das heißt, ganz egal, woher du kommst. Das möchte ich mit euch singen jetzt. Ganz egal, woher du kommst und ganz egal, wohin du gehst, welche Spiele du gern spielst und welche Sprache du verstehst, du bist so wie alle Kinder, Kind des Vaters, Kind des Herrn. Und es leuchtet hoch am Himmel für dich ein heller Stern. Und es leuchtet hoch am Himmel für dich ein heller Stern. Die Talente, die du hast, hat dir Gott anvertraut. Und er gab sie dir, weil er auf dich baut. Ganz egal, woher du kommst und ganz egal, wohin du gehst, welche Spiele du gern spielst und welche Sprache du verstehst, du bist so wie alle Kinder, Kind des Vaters, Kind des Herrn. Und es leuchtet hoch am Himmel für dich ein heller Stern. Und es leuchtet hoch am Himmel für dich ein heller Stern. Ja, diesen Stern habe ich für euch Kinder gebastelt, weil
ihr alle solche tollen Sterne seid und leuchtet. Macht weiter so, das macht uns allen und anderen Kindern Mut. So, und ich glaube, ich gehe jetzt raus. Die Sonne scheint. Super, dann kann ich einen Spaziergang machen. Also, bis bald, ihr leuchtenden Sterne. Tschüss.